Hallo und herzlich willkommen bei Reitertutorials. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ganz besondere Mähnengummis machen könnt. Es geht super schnell und einfach. Und außerdem bezahlt ihr nur ganz, ganz wenig Geld dafür. Los geht's! Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Stoffband in der Größe und Farbe eurer Wahl, ein Stück Karton und Mähnengummis. Statt herkömmlicher Mähnengummis benutze ich sogenannte Loop Twists oder Twist Loops oder wie die heißen. Die habe ich in der Stadt gefunden und dachte mir, die funktionieren bestimmt auch genauso gut wie Mähnengummis und die halten auch super. Dann nehmt ihr euch ein Stück Karton. Mein Karton ist ca. 7 bis 8 cm breit. Mit der Breite entscheidet ihr, wie groß eure Schleife am Ende wird. Dann müsst ihr nur noch mittig einen Schlitz schneiden. Ihr nehmt euer Band, legt es hinter den Karton und fädelt es einmal durch die Mitte durch. Dann klappt ihr die andere Seite zu und nehmt wieder das, was ihr durchgefädelt habt und legt es einmal auf die Mitte drauf. Falls euer Band ein bisschen seidig ist und sich nicht gut festhalten lässt, könnt ihr einfach eine Haarklammer nehmen und es festmachen, während ihr die Schleife bindet. Einmal unten einfädeln und Knoten machen. Einfach die Schleife von dem Karton abstreifen und das war's. Wie ihr seht, ist es nicht so leicht zu erklären, aber wenn ihr es einfach mal ausprobiert, merkt ihr, dass es wirklich super, super leicht ist. Dann nehmt ihr euer Mähnengummi oder eben eure Loop Twists und könnt die einfach durch diese Schleifen durchfädeln. Praktischerweise war bei diesen Loop Twists eine Häkelnadel dabei aus Plastik. Die habe ich benutzt, um ganz leicht das Haargummi durchzuziehen. Und so kann ich jederzeit, wenn es reißen sollte, einfach ein neues einfädeln. Geht total einfach. So, fertig. Jetzt könnt ihr die auch schon in die Mähne reinmachen. Ihr könnt eure Schleifen auch mit Strasssteinen verzieren. Eurer Kreativität ist da freien Lauf gesetzt. Falls ihr noch nicht wisst, wie das geht, habe ich ein anderes Video gedreht, das den Titel trägt Strassstein Hotfix. Da habe ich einmal eine Anleitung gemacht, wie man die benutzt und wo man sie kaufen kann. Guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Und ihr könnt natürlich auch die Haarnadeln benutzen, um sie an eurem Pferd festzumachen. Je nachdem, was ihr lieber mögt.
Und jetzt seid ihr dran. Seid kreativ und bastelt eure eigenen Schleifen für die Mähne. Ob groß, ob klein, ob grün, blau oder gelb, das könnt ihr alles selbst entscheiden. Ich habe für 10 Stück nicht mal 5 Minuten gebraucht, also es ist wirklich unglaublich einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch trotz Filmproblemen gefallen, wie man das vielleicht sieht. Ich hoffe, ihr seid da nicht zu hart in der Bewertung. Aber trotzdem vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Reitertutorials.